Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Herzlich willkommen, liebe Eltern und Paten, Geschwister und Großeltern, liebe Familien. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Liebe Konfis, ihr werdet euch heute dieser Gemeinde vorstellen und damit den offiziellen Beginn eures Konfi-Jahres einläuten. Hier in der Kirche beginnt heute euer Weg als Konfis. Aber die meisten von euch sind nicht zum ersten Mal hier. Schulgottesdienste, Kindergottesdienste, vielleicht einmal eine Hochzeit. Ja, vielleicht sogar eure eigene Taufe, an die ihr euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern könnt, aber auch die habt ihr hier in unserer Kirche gefeiert. Und wie bei eurer Taufe, wie bei den vielen anderen Gottesdiensten, feiern wir auch heute ein Fest. Wir danken Gott dafür, dass ihr junge Menschen in eurer Kirche euren Glauben entdecken, weiterentdecken und hier euren Weg neu gehen wollt. Wir hoffen, dass gerade in dieser unsicheren Zeit Gott euch begleitet und uns alle behütet. Und weil die Zeiten eben solche sind, wie sie sind, habe ich schon mit den Konfis und ich bitte auch Sie, alle, die eine mithaben, ausgemacht, dass wir heute in diesem Gottesdienst, wo zum Glück die Kirche so voll ist, alle miteinander eine Maske tragen. Und ich bitte alle, die eine mithaben, sie jetzt auch aufzusetzen. Ich weiß, alle sagen, oh, ich bin zum Glück geimpft, na, ich bin ja eh getestet. Leider, wie wir momentan an den kletternden Zahlen erleben, hilft uns das nur immer ein bisschen. Und weil schon die Konfis so tapfer sind und bei ihrem Vorstellungsgottesdienst eine Maske tragen, möchte ich einfach, dass wir alle dem Vorbild, eurem Vorbild folgen. Damit nämlich ihr, und das sage ich einfach, weil ich es jetzt 2 Jahre anders erlebt habe, ein möglichst unbeschwertes Konfi-Jahr erlebt. Mit ganz viel Konfi-Stunden und Spaß und Spiel gemeinsam im Gemeindezentrum und mit möglichst wenig Stunden vor dem Laptop und über Zoom. Also herzlichen Dank, Sie tragen dadurch dazu bei, wenn es auch nur so ein bisschen ist, dass wir im Herbst und im Winter ein ganz cooles Konfi-Jahr miteinander haben werden. Der Meister, der dazu beiträgt, ist, und das hoffen wir fest, Gott. Gott, der euch begleitet und euch beschützt. In seinem Namen gehen wir diesen Weg und feiern wir diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und so lasst uns miteinander beten. Gott, du begleitest uns durchs Leben. Es ist nicht wichtig, wie alt wir sind oder woher wir kommen. Du bist bei uns, bei Tag und Nacht. Du kennst uns und weißt, was uns bewegt. Du lässt uns nicht fallen und stehst uns zur Seite. Dafür danken wir dir. Heute beginnt für die Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer Gemeinde ein neuer Weg. Und wir und sie sind stolz und glücklich, aufgeregt und neugierig, wohin dieser Weg führen wird. Gemeinsam wollen wir ihn gehen, miteinander und auch, vor allem, mit dir, Gott, an unserer Seite, unter deinem Schutz und Segen. Amen. Ich habe meine Sorgen.
Wir werden nun im Wechsel Worte sprechen, die dem 118. Psalm nachempfunden sind. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden wissen jetzt schon, dass sie eine Aufgabe haben. Die werden nämlich mit mir gemeinsam die herausgestellten Verse sprechen, die so links am Rand stehen. Und wir bitten euch, liebe Familien, liebe Gemeinde, mit den Versen zu antworten, die hineingerückt sind. Und so beten wir alle miteinander. Sagt mit mir Danke. Die ganze Gemeinde sage Danke. In allen Kirchen sollen sie singen Danke. Sich auf Gott zu verlassen, hat Sinn. Auf Menschen zu schwören, bringt nichts. Lieber Gott, du bist meine Rückendeckung, du bist mein Gebet. In dir bin ich ruhig wie ein kleines Kind in der Wiege. Was für ein Tag, ein großes Fest mit Gott. Sagt mit mir Danke und freut euch mit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht im Alten Testament im ersten Buch Mose. In dieser Lesung gibt Gott Abraham einen Auftrag, und zwar den Auftrag, fortzugehen, gemeinsam mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen, der Lot heißt. Abraham ist erst noch unsicher, aber dann gibt ihm Gott ein wichtiges Versprechen. Und dieses Versprechen lässt Abraham neu Vertrauen fassen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose im 12. Kapitel die Verse 1 bis 4. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau Sarah mit und Lot, den Sohn seines Bruders. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Halleluja. So haben auch wir Vertrauen darauf, dass Gott uns begleitet, wenn wir jetzt aufbrechen. Und dieses Vertrauen, das drücken wir aus, indem wir unseren Glauben bekennen und nun gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden nun hier nach vorne kommen und sich der Gemeinde vorstellen. Sie werden ihren Namen und ihre Adresse nennen, sowie die Namen ihrer Eltern und Taufpaten. Dafür bitte ich euch, die Masken auf eurem Platz liegen zu lassen. Ihr müsst sie natürlich dann bei eurer Vorstellung nicht aufhaben. Mein Name ist Lena Weiß, ich wohne in der Neustiftgasse. Meine Eltern sind Lorenz und Renate Weiß. Meine Taufpaten sind Hermann Bierbaum und Sabine Gerster. Mein Name ist Jana Pusemann, ich wohne in der oberen Quergasse. Meine Eltern heißen Corinna Pusemann und Thomas Tammers. Meine Taufpaten heißen Dagmar Schollenbauer und Roman Schollenbauer. Mein Name ist Lukas Kriegler, ich wohne am Akazienweg. Meine Eltern sind Claudia und Mario Kriegler und meine Taufpatin ist Martina Etter. Ich heiße Leni Stampfel, ich wohne in der Neustiftgasse. Meine Eltern sind Rainer und Carina Stampfel und mein Taufpate ist Jürgen Stampfel. Ich heiße Laura Griemann, ich wohne am Berg 6a. Meine Eltern heißen Jennifer Griemann und Andreas Gsellmann und mein Taufpate heißt Werner Berndaller. Ich heiße Emilia Beck, ich wohne in der unteren Hauptstraße 108. Meine Eltern heißen Helmut Meierhofer und Verena Beck und mein Taufpate ist Clemens Beck. Mein Name ist Janine Lena, ich wohne in der oberen Festwiese. Meine Mutter heißt Michaela Lena und meine Taufpatin heißt Christine Lena. Mein Name ist Angelina Moser, ich wohne am Heideboden 1. Meine Mutter heißt Gabriele Moser, mein Vater heißt Gernot Moser und meine Taufpatin heißt Waltraud Sautner. Mein Name ist Clara Ax, ich wohne in der alten Satz 21. Meine Eltern sind Anke und Günther Ax. Meine Taufpatin ist Michaela Allacher. Mein Name ist Hanna Krutzler, ich wohne in der Windgasse 15. Meine Eltern sind Cornelia und Roland Krutzler. Meine Taufpaten sind Daniela und Christian Resch. Ich heiße Leni Glogowatz, ich wohne am Weinweg 9. Meine Eltern sind Nicole und Roman Glogowatz und meine Taufpatin ist Natascha Fuchs. Ich heiße Jule Mantler, wohne in der Windgasse 21. Meine Eltern sind Angela Mantler und Alexander Beck. Meine Taufpaten sind Gabriele und Michael Köck. Ich heiße Hanna Weiß, ich wohne in der Feldgasse in Halbturn. Meine Eltern heißen Helmut und Bettina Weiß und meine Taufpatin heißt Roswitha. Ich heiße Christina Schmidt, ich wohne am Hasensteig 28. Meine Eltern heißen Kerstin und Hanne Schmidt und meine Taufpaten heißen Judith und Martin Holper. Ich heiße Madita Wendelin, ich wohne in der unteren Hauptstraße 81. Meine Eltern heißen Iris und Günther Wendelin und meine Taufpaten sind Angelika und
Erich Schneemeyer und Vera Kahlo. Mein Name ist Niklas Roth, ich wohne in der Gartengasse 17. Meine Eltern heißen Benjamin Steuer und Viktoria Roth und mein Taufvater heißt Manuel Roth. Mein Name ist Elias Kriegler, ich wohne in der Mozartgasse 10. Meine Eltern heißen Verena und Wilfried Kriegler. Meine Taufpaten heißen Manuela und René Leitner. Mein Name ist Moritz Denk, ich wohne in der oberen Hauptstraße 86. Meine Eltern sind Karin Denk und Andreas Pittnauer und meine Taufpatin ist Eva Riedl. Mein Name ist Niki Axe, ich wohne in der Neuburgasse 9. Meine Eltern sind Elfriede und Paul Axe und meine Taufpaten sind Gabriele und Helmut Preisinger. Ich heiße Sebastian Pöck, meine Eltern sind Kerstin und Christoph Pöck, mein Taufpate ist Günther Pöck und ich wohne in der Neustiftgasse 67. Mein Name ist Jule Leichner, meine Eltern sind Armin Leichner und Amal. Taufpate sind René Leichner und Michaela Leichner. Ich heiße Philipp Lehner, ich wohne in Basenburg in der Dr. Theodor Görner Gasse 4. Meine Eltern heißen Andreas und Christine Lehner und meine Taufpatin heißt Michaela Lehner. Mein Name ist Levin Preisinger, ich wohne in der Neubaugasse 26. Meine Eltern sind Katharina und Georg Preisinger. Meine Taufpaten sind Theresa Xellmann und Klaus Preisinger. Liebe Familien, liebe Gemeinde, aber vor allem jetzt gerade liebe Konfis. Stellt euch mal vor, liebe Konfis, ihr könntet in die Zukunft schauen. Nicht nur 10 oder 20 Jahre, nein, gleich 60 Jahre.
Stellt euch vor, ihr könntet euer Leben vorspulen, so wie bei einem Film, bei einem Video, und dann einen Blick drauf werfen, was denn da so kommt in 60 Jahren. Oder für die etwas Älteren unter uns, die Videos nicht so spulen, ganz nach hinten im Buch blättern, oder hoffentlich noch nicht ganz, aber ein bisschen weiter nach hinten. Stellt euch vor, ihr seid dann nicht gerade erst 13 geworden oder ein paar werden von euch ja erst bald 13, sondern stellt euch vor, ihr seid dann schon über 70 Jahre alt. Wie sieht euer Leben aus, wenn ihr euch das vorstellt? Welchen Beruf habt ihr ergriffen? Habt ihr eine Familie gegründet? Kinder, Enkelkinder? Wo lebt ihr, wenn ihr einmal über 70 seid? Seid ihr glücklich? Eines ist klar, mit Mitte 70, da kann man auf ein langes Leben zurückblicken. Und es sind ja heute einige hier, die so herum alt sind und die können schon auf dieses Leben zurückblicken. Auch Abraham. Abraham, eine wichtige Figur im Alten Testament, sieht in diesem Moment seines Lebens zurück. Er ist sogar schon 75 Jahre alt. Er lebt schon eine ganze Weile mit seiner Familie an einem Ort, der ihm zur Heimat wurde. Dort lebt er zusammen mit seiner Frau und mit einer großen Verwandtschaft. Manchmal ist Abraham traurig. Traurig, dass er selbst keine Kinder hat. Aber dann sieht er wieder auf die vielen Menschen und das beruhigt ihn. Es wird auch ohne seine eigenen Nachkommen weitergehen. Mit 75 Jahren, da muss er nun wirklich damit abschließen. Und in diesem Alter noch einmal umziehen? Nein, das kann sich Abraham auch nicht vorstellen. Einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Und mitten in diesem Alltag, wo sich Abraham eigentlich schon ganz gemütlich eingerichtet hat, da kommt plötzlich ein Tag, der alles verändert. Kein weiter so wie immer, sondern plötzlich wird von Abraham ein Aufbruch, ein Umbruch gefordert. Und dadurch auch ganz viel Vertrauen. Aber hören Sie doch noch einmal das, was wir bei der Lesung vorhin schon gehört haben. Gott sagte zu Abraham: Verlass dein Land, verlass deine Verwandtschaft und verlass das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich, Abraham, gesegnet werden. Und da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders. Eigentlich ist das ja unglaublich, was da von Abraham gefordert wird. Geht nochmal zurück, ihr seid jetzt auch schon wieder über 70, ja, ihr habt gerade auf euer Leben zurückgeblickt und jetzt stellt euch vor, in diesem Moment, wo ihr gerade so gemütlich zurückgeblickt habt, auf das, was ihr alles geschafft habt, da kommt Gott und sagt, nochmal von vorne. Und das in eurem Alter. Und für Abraham, das in seinem Alter. Er soll seine Heimat verlassen, die ihm seit Jahren vertraut ist, wo er verwurzelt ist. Er soll seine Verwandtschaft verlassen, die zu ihm gehört und die ihm Sicherheit gibt. Alles soll er zurücklassen, außer seiner Frau Sarah und seinem Neffen. Er bricht auf mit kleinem Gepäck, aber mit einem ziemlich großen Versprechen. Ich will dich segnen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das sagt Gott zu Abraham.
Abraham, der schon 75 ist und seine Frau nicht viel jünger. Er bekommt von Gott das Versprechen, dass er eine große Nachkommenschaft haben wird, auch wenn sich das unglaublich anhört. Abraham hört auf diesen Auftrag Gottes und er stellt sich voller Vertrauen dieser neuen Herausforderung. Und er stellt sich unter Gottes Segen. Davon lesen wir in der Bibel. Und später, dann lesen wir auch von vielen Schwierigkeiten auf diesem Weg. Von Zweifeln, von Durststrecken. Denn der Weg ins gelobte Land, das Gott Abraham versprochen hat, das ist alles andere als eine gut betonierte Autobahn. Und der Abraham tut sich ganz schön schwer zwischendurch. Denn die große Nachkommenschaft, die Gott ihm verspricht, die ist nämlich auch nicht automatisch einfach im nächsten Jahr da. Aber Abraham geht dennoch seinen Weg. Er vertraut auf Gott und er vertraut diesem Versprechen, auch wenn es total unglaublich klingt. Jetzt kommt wieder zurück, spult wieder zurück, liebe Konfis, blättert wieder zurück. Ihr seid keine 75. Ihr seid 13, manche auch 12. Aber auch bei euch ist in eurem Leben manches schon richtig gut verankert und euch fest vertraut. Denkt an eure Freundinnen und Freunde. Denkt an eure Familie. Euer Zuhause, euer Zimmer, vielleicht einen Garten, wenn ihr ihn habt. Denkt an eure Hobbys, eure Lieblingsaktivitäten. Ja, denkt sogar ausnahmsweise kurz an die Schule oder an den Sportplatz. Denkt an euren Tagesablauf oder an eure Heimatorte. Vieles ist auch bei euch schon gut und fest verankert. Ihr habt tiefe Wurzeln geschlagen. Und ungern werden wir in unseren Gewohnheiten, in unseren Abläufen aus der Bahn geworfen. Ich mag das zumindest gar nicht gern, wenn plötzlich etwas kommt, was mich hindert, meine Gewohnheiten zu leben. Und ich finde ja, Corona hat in den letzten Jahren schon genug durcheinander gebracht. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt darauf vertrauen dürfen, dass manches einfach so bleibt, wie es ist. Und nicht nur was in eurem Leben anbelangt, sondern auch was Gott und Kirche anbelangt, habt ihr euch schon viele Gedanken gemacht. Ihr seid keine unbeschriebenen Blätter, was Gott und Glauben anbelangt. Unbeschriebene Blätter, die nur darauf warten, dass sie jetzt endlich beschrieben werden, dass jetzt endlich etwas im Konfijahr mit euch, mit ihnen geschieht. Vielleicht sind manche unter euch, die zweifeln ganz heftig an Gott. Oder sogar welche, die denken, naja, Gott gibt's eh nicht. Oder Kirche, naja, brauche ich nicht. Andere, die sind sicher auch unter euch. Die glauben genauso felsenfest, natürlich ist Gott da. Wie kann man daran nur zweifeln? Und nun kommt auch in eure Zeit, in euer Leben, wo manches schon so fest verankert und ihr schon so tief verwurzelt seid, eine Zeit, die manches durcheinander bringt. Die Konfizeit. Etwas Neues und Unbekanntes. Auch wenn ihr sicher manche schon von Geschwistern oder Freunden oder aus der Familie gehört habt, was da so geschehen soll, für euch ist das ein Aufbruch. Für euch ist das ein Umbruch. Und auch, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich, obwohl ich schon seit vielen Jahren Konfis auch hier in Gols begleite, jeder Jahrgang ist neu, jeder Jahrgang ist anders und jeder Jahrgang fordert von mir auch wieder heraus, dass ich selber neu und anders werde, dass ich nicht zu gemütlich werde in meiner Arbeit und in meinem Denken. Und vielleicht geht es manchen von euch, liebe Konfis, vielleicht geht es ihnen ja auch ein bisschen wie dem Abraham, dass etwas von euch gefordert wird im Konfijahr, was ihr gar nicht so freiwillig entschieden habt. Und wo ihr jetzt viel Vertrauen braucht, dass das auch gut geht. Es braucht also bei euch, es braucht natürlich bei uns allen, denn auch für uns alle ist euer Aufbruch auch unser Aufbruch.
Es braucht Vertrauen. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr, liebe Konfis, dieses Vertrauen mir und uns allen heute schenkt. Es ist ein bisschen ein Vorschuss, ein Vertrauensvorschuss. Und ich bin auch dankbar, dass manche von euch wahrscheinlich noch ein bisschen zurückhaltend sind, noch abwarten, wie das so wird. Gott verspricht Abraham auf jeden Fall, dass er ihn begleiten wird auf seinem Weg. Und dieses Begleiten heißt in Kirchensprech oder in Bibelsprech segnen. Abraham bekommt etwas mit, wie eine Jause, Gottes Segen. Und dieser Segen verspricht dem Abraham, du bist jetzt nicht allein. Bei diesem Weg ins Unbekannte bin ich mit dir. Aber da endet Gottes Versprechen noch nicht. Denn Gott sagt zu Abraham nicht nur, ich will dich segnen, er sagt auch noch etwas Zweites. Und du wirst ein Segen sein. In früheren Übersetzungen stand da manchmal ein Soll. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Aber dieses Soll, das gibt es im Hebräischen eigentlich so gar nicht. Und Hebräisch ist die Sprache, in der die Geschichte vom Abraham geschrieben ist. Das heißt, irgendjemand hat beschlossen zu übersetzen, du sollst ein Segen sein, was ja so ein bisschen wie eine Aufgabe wirkt. Du sollst Mathe lernen und dann sollst du dein Zimmer zusammenräumen und du sollst nicht mit deinen Geschwistern streiten und dann sollst du noch nicht zu viel am Handy spielen. Das steht aber da gar nicht. Es steht eigentlich, ich segne dich. Und weil ich dich segne, weil ich für dich da bin, weil du auf mich vertraust und du dich mutig auf den Weg machst, deswegen wirst auch du ein Segen sein. Ihr werdet ein Segen sein, liebe Konfirmandinnen und liebe Konfirmanden, weil ihr da seid. Weil ihr da seid mit euren ganz unterschiedlichen Geschichten und Träumen, mit Vorstellungen und Ideen, ja auch so mit manchen Ängsten und Zweifeln. Ihr werdet ein Segen sein, weil ihr mutig euren Weg geht. Und es braucht einiges an Mut, sich da vorne hinzustellen und den Namen zu sagen. Das könnt ihr sicher bestätigen. Ihr werdet ein Segen sein, weil ihr darauf vertraut, dass das ein schönes und spannendes und feines Konfi-Jahr wird. Weil ihr Fragen habt, zu manchen Zweifel, aber auch ganz viel Zuversicht. Ihr werdet für uns alle ein Segen sein. Darauf vertraue ich. Und ich freue mich auf diesen gemeinsamen Weg, den wir heute mit dem Segen im Gottesdienst beginnen und der uns führt wieder zu einem Segen. Und vielleicht, wenn wir im Frühjahr, Sommer dann wieder hier sitzen und ihr hier vorne dann bei eurer Konfirmation gesegnet werdet, könnt ihr euch dann erinnern an den Segen, der euch begleitet hat. Denn Gott sagt zu uns allen, was er einst zu Abraham gesagt hat. Wenn du jetzt losgehst, wenn ihr, liebe Konfis, jetzt losgeht, dann geht ihr nicht allein. Gott sagt zu euch, Gott sagt es zu uns allen, ich bin mit dir. Amen. Wir singen das nächste Lied miteinander. Sie finden es abgedruckt in Ihrem Liedblatt und der Ben wird uns dabei begleiten. Thank you.
So lasst euch grüßen mit dem Friedensgruß des Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich bitte nun die Konfi-Coaches, die mit mir die Fürbitten sprechen, zu mir zu kommen. So lasst uns miteinander und füreinander beten. Guter Gott, mit unserem Dank und mit unseren Bitten kommen wir zu dir. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Lass uns eine lebendige, offene Gemeinschaft sein, in der für alle Menschen Platz ist. Wir bitten dich für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Begleite sie auf ihrem Weg mit deinem guten Geist und Segen. Sei auch bei ihren Eltern und ihrer ganzen Familie, damit dieses besondere Jahr für alle zu einem Segen werde. Wir bitten dich für alle Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Halte deine schützende Hand über sie und lass sie spüren, wie wichtig sie für uns und für andere sind. Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkräfte, die morgen wieder in die Schule gehen werden. Begleite sie und schenk allen ein erfolgreiches und schönes Jahr. Stärke uns alle auf unserem Weg und lasse uns deine Liebe spüren. Gib uns allen Mut und Kraft, um einander beizustehen und einander zu helfen, so gut wir können. Amen. All das, was wir noch am Herzen haben und was wir Gott übergeben möchten als eine Bitte, als einen Dank, vielleicht auch eine Klage, das legen wir nun hinein, das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Und ich lade euch ein, heute für das Vaterunser aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sehr herzlich darf ich mich an der Stelle bei dir, Ben, bedanken für die schöne musikalische Begleitung und natürlich auch an Peter Korda an der Orgel. Aus dem Gemeindeleben kann ich einiges vermelden. Sie finden auch alles abgedruckt hinten auf Ihrem Liedblatt. Zum Beispiel, dass Flynn Hermann Walter heute getauft wird, der Sohn von Claudia Meidlinger und Patrick Schützenhöfer. Auch erzählen kann ich, dass die Schulanfangsgottesdienste für die Volksschule und Mittelschule am Montag und am Dienstag in der evangelischen Kirche gefeiert werden. Ihre kirchliche Hochzeit feiern nächsten Samstag Petra Schumann und Markus Benzack in der evangelischen Kirche in Deutsch-Jahrndorf. Das Brautpaar wohnt in Bad Fischau. Herzlich einladen darf ich Sie alle, aber natürlich auch vor allem die Konfis, die ihren Konfipass nicht vergessen dürfen, zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, dem 12.09. um 9 Uhr. Auch den nächsten Gottesdienst zum Mitnehmen gibt es wieder kommende Woche. Vielen lieben Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 231,50 €. Und schon im Vorhinein darf ich mich auch sehr herzlich für die Kollekte des heutigen Gottesdienstes bedanken. Alles, was heute in unseren Körbern beim Ausgang landet, kommt hier unserer eigenen Gemeinde, kommt damit auch den Konfirmandinnen und Konfirmanden zugute. Vielen lieben Dank dafür. Gott segne die Gebenden und ihre Gaben.
Wir singen noch einmal miteinander. Komm her, segne uns.